Viele Menschen verursachen sich ziemlich viel Leid, weil sie Gefühle für die volle Wahrheit halten. Das bedeutet, sie haben ein bestimmtes Gefühl, sei es Angst oder Traurigkeit, und sie erzählen sich dazu eine Geschichte. Das heißt, wir haben das Gefühl und wir haben auf gedanklicher Ebene eine Geschichte, die wir uns erzählen. Und in dieser Geschichte stecken wir dann drin. Wir sind auch in dem Gefühl drin, wie in einer Blase, könnte man sagen, oder in einer Wolke. Und können das Ganze auch nicht mehr von außen betrachten. Wir sind da drinnen, gefangen. Ja? Wir unterliegen der Illusion der gedanklichen Geschichte und auch des Gefühls. Gedanken und Gefühle sind aber letztlich nur temporäre Erscheinungen. Sie kommen und sie gehen. Wenn ich mir jetzt aber eine Geschichte zu einem Gefühl erzähle, dann bekommt das alles einen neuen Kontext. Und diese Geschichte werde ich mir immer wieder erzählen, um meine persönlich geschaffene Realität wieder wirklich erscheinen zu lassen, wieder real erscheinen zu lassen. Das heißt, wir können uns dabei ertappen, dass wir uns ein und dieselbe Geschichte immer wieder erzählen. Die Welt ist schlecht, die Menschen sind böse, das hat alles so keinen Wert, immer werde ich verlassen, ich krieg nie was auf die Kette, ich kann das alles niemals schaffen, ich hab's doch gewusst, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht liebenswert genug bin, dass ich zu dick bin, zu dünn bin, zu groß bin, zu klein bin, zu hässlich oder zu schön, was auch immer die Geschichte da sein mag. Nun, wenn du diesen Kanal schon länger verfolgst, wirst du sicherlich jetzt auch ahnen, dass hinter dieser Geschichte das Ego steckt, das illusionäre Selbstbild. Es muss sich selbst erhalten, indem es sich selbst diese Geschichte erzählt, in diesem Fall dir, ja? Und du musst diese Geschichte glauben. Du musst den Gedanken glauben, damit das Ego weiter existieren kann. Du musst dich mit der Geschichte identifizieren, wie auch mit dem Gefühl, das durch die Geschichte dann ausgelöst wird. Die Traurigkeit, die Angst, die Scham, die Wut, selten die Freude, bis gar nicht. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass wir nicht das Gefühl sind und wir sind auch nicht die gedankliche Geschichte. Wir sind die Instanz, die Gedanken beobachten kann. Also wir sind der Beobachter, der Wahrnehmende. Und das Gleiche gilt auch für das Gefühl. Wir sind die Instanz, die sagen kann, ja, jetzt gerade fühle ich Trauer oder jetzt habe ich gerade Angst. Also die Instanz, die sich dessen bewusst sein kann. Wir sind auch die Instanz, die diese Erfahrung des Gefühls macht, ja, die dieses Gefühl erleben kann, die Angst, die Wut, die Trauer. Wir sind die Instanz, die diese Erfahrung machen kann, aber wir sind nicht das Gefühl an sich. Das ist der größte Irrglaube überhaupt. Das ist wie wenn wir ein Glas Cola haben, ja, und wir denken, wir sind diese Cola. Ja. In dem Moment, wo wir diese Cola trinken, ja, können wir diese Erfahrung des Geschmacks machen, aber die Flüssigkeit fließt nur durch uns durch und geht auch wieder raus. Ja. Es ist eine temporäre Erscheinung
Für ein paar Sekunden mache ich die geschmackliche Erfahrung von einem Getränk und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ist weitergezogen. Und genauso ist das auch mit den Gefühlen normalerweise. Das Gefühl kommt. Und im normalen Zustand würden wir das einfach nur fühlen und durch uns durchfließen lassen. Ohne dass wir anfangen, wie aufwendig, uns eine Geschichte dazu zu erzählen. Warum denn heute so ein bescheuerter Tag ist und warum das heute der schlechteste Tag der Welt ist und weiß ich nicht was. Ja, mit dieser Geschichte bausche ich das Gefühl noch weiter auf, wenn ich es nicht schon vorher aus dem Nichts künstlich erzeugt habe. Es wäre gar nicht da, wenn ich nicht diese Geschichte erzählen würde. Daran können wir übrigens unechte Gefühle erkennen, dass wenn wir lernen, die Gedanken zu pausieren, hört auch unmittelbar das Gefühl auf. Das sind künstlich erzeugte Gefühle, mit denen man sich das Leben schwer macht. So, was ist also, wenn du aufhörst, alles zu bewerten, alles zu beurteilen und wenn du mal anfängst, die Dinge bewusst wahrzunehmen, das Gefühl an sich, die Gedanken zu beobachten, dich zu erinnern, dass du der Beobachter bist, der Wahrnehmende oder die Wahrnehmende. Bewusstsein hat ja kein Geschlecht. Damit könnte man sich so vieles Leid ersparen. Was passiert gegenwärtig? Gegenwärtig sind wir mit ganz viel Angst konfrontiert auf diesem Planeten. Das war schon vorher so, aber jetzt noch viel mehr. Und wir haben eine Geschichte zu dieser Angst. Es ist so, weil es so und so und so und so ist. Und wir wollen auch mit dieser Angst nicht wirklich in Kontakt gehen. Wir treffen 1000 Sicherheitsvorkehrungen, um uns vor dieser anscheinenden Gefahr zu beschützen. Da war Deutschland schon immer Weltmeister drin. Deutschland, das Land der Regeln, der Gesetze, der Bürokratie, der Vorschriften und Verbotsschilder. Wenn man mal in Südamerika gewesen ist, dann weiß man, wie einfach das Leben sein kann, dass dann trotzdem die Dinge immer noch funktionieren. Oder wenn man mal in Indien oder ähnlichen Ländern im Straßenverkehr war, dann weiß man, dass das trotzdem funktioniert. Dass trotzdem die Leute von A nach B kommen und dass man ohne Ampeln und sogar ohne Kreisverkehr, ja, von A nach B kommt und dass das der Verkehrsfluss da bleibt. Aber wir hier wollen nicht dieser Angst begegnen. Wir wollen mit der nichts zu tun haben, deswegen spalten wir uns ab von dem Gefühl, erzählen uns dazu eine Geschichte und treffen Vorkehrungen in der materiellen Welt, um uns zu beschützen. Obwohl wir nicht mal wissen, ob es wirklich eine reale Gefahr gibt. Obwohl wir nicht mal wissen, ob es eine reale Gefahr gibt. Es entsteht nämlich alles in unseren Gedanken. Wir haben die übelsten Vorstellungen über das, was passieren könnte. Wir haben Befürchtungen und Sorgen. Ja? Und wir gestehen uns nicht ein, dass wir Angst haben und dass wir vor der Angst eigentlich flüchten. Es gibt also die Angst vor der Angst, eine vorgeschaltete Angst. Und wenn man dieser Angst unterliegt, dann ergibt sich das, was passiert, momentan passiert, nämlich dass der Mensch sich sein eigenes Gefängnis selbst erschafft. Der Mensch erschafft sich sein eigenes Gefängnis, schottet sich von dem Leben ab, von der Natur ab,
schottet sich immer weiter ab von möglichen Gefahrenquellen und lebt damit einer isolierten, getrennten Blase, weil er sich dort sicher fühlt. Weil es sich für ihn der einzige Weg ist, sich sicher zu fühlen. Ohne dass er jemals in Erfahrung gebracht hätte, ob es wirklich eine Gefahr gibt. Wir bewegen uns hier immer noch in der Vorstellung. Solange ich nicht meinem Gefühl der Angst begegnet bin und die durchfühlt habe, kann ich die Welt nicht real sehen. Solange ich nicht meiner tiefer liegenden Angst begegnet bin, kann ich die Wahrheit nicht sehen. Warum ist das so? Weil wir immer alles durch die ungefühlte Angst sehen. Wir gucken mit ängstlichen Augen auf die Welt und sehen nur Gefahren. Wenn wir uns aber unserer tiefer liegenden Angst widmen würden und die durchfühlen würden, dann könnten wir klar sehen und könnten wir auch klare Entscheidungen treffen, was wirklich notwendig ist und was wir uns eigentlich sparen könnten. Aber so weit kommt es nicht, weil wir allein schon auf die Angst vor der tiefer liegenden Angst hören und an dieser Stelle beginnen, uns abzusichern. Also es ist ein irrsinniger Wahn, der geschieht und es wird jetzt immer krasser. Auch das, was gegenwärtig passiert, das wird noch krasser, hat aber auch einen Vorteil. Dadurch, dass sich die Situation immer weiter zuspitzt und das Gefängnis immer realer wird und immer der Freiheitsverlust immer größer wird, ja, wird das Leid natürlich auch immer größer. Und das sorgt dafür, dass die Menschen anfangen, doch mal aufzuwachen. Ab einem bestimmten Punkt von Leid kann der Mensch die Illusion nicht mehr aufrechterhalten. Das Ego bricht dann zusammen. Das Ego bricht dann zusammen, weil es für den Menschen unerträglich wird. Und an dieser Stelle fängt der Mensch dann an, gezwungenermaßen seinen Gefühlen zu begegnen. Und fängt dann im besten Fall an, die Illusionen zu durchschauen, die er selbst erschaffen hat durch seine Gedanken, durch seine Flucht vor der Angst und den anderen Gefühlen von dem Schmerz. Aber so weit muss es gar nicht kommen, dass die Veränderung erst ab einem Punkt stattfindet, wo es unerträglich wird, wo wir kollabieren und zusammenbrechen. Ja, das ist ein Beispiel, ist zum Beispiel der Burnout. Ja. Erst wenn Menschen im Burnout landen, fangen sie an, ihr Leben radikal zu ändern. Obwohl es ja vorher durch den Stress schon ersichtlich war, dass irgendwas schiefläuft. Stress ist immer ein Signal, dass etwas schiefläuft. Nein, es ist nicht gesund und nicht normal, dass man täglich Stress hat. Sobald das kleinste Anzeichen von Stress immer wieder stattfindet, läuft etwas gehörig schief. Und ich würde mir unmittelbar einen Coach oder einen Therapeut an die Seite holen, um zu erkunden, wie ich mir den Stress erzeuge. Da muss Bewusstseinsarbeit stattfinden, um die Lösung zu finden. Ich lade also alle Menschen ein, es nicht so weit kommen zu lassen und die Bewusstseinsarbeit in einer Situation zu beginnen, wo es einem auch noch gut geht, wo man auch Kraft hat, wo man auch eine Lust entwickeln kann, sich selbst zu entdecken, die Wahrheit zu entdecken. Denn ich sage euch, abseits dieser illusionären Gedanken und der De-Identifikation, also der gelösten Identifikation mit den Gefühlen, ist alles viel einfacher. Wir gaukeln uns den ganzen Stress nur vor und du wirst den Beweis finden, wenn du anfängst, deine Gedanken aufzuschreiben.
In allen Situationen, wo du Stress hast, schreib deine Gedanken auf und lies es schwarz auf weiß. Schau es dir an. Das ist deine Geschichte, die du dir erzählst. Ich müsste, ich sollte, ich kann ja nicht, ich darf doch nicht. Ja, aber hast du das Gegenteil erforscht? Anhalten. Immer wieder anhalten und in die Bewusstheit eintreten, in die Gegenwärtigkeit. Du bist der Beobachter der Gedanken, du bist die Instanz, die wahrnehmen kann. Und du bist nicht das Wahrgenommene. Ja? Du bist nicht die Gedanken, nicht die Gefühle. Du bist die Instanz, die Gedanken beobachten kann und die Erfahrung von Gefühlen machen kann. Das ist ja was Schönes. Aber wenn wir festhalten an den Gefühlen, dann wird es stressig und dann leben wir nicht in der Wahrheit, nicht in der Wirklichkeit. Und da ist es meistens nicht sehr schön. Wenn du Lust hast, hier den Weg zu erkennen oder den Weg einzuschlagen, in die Wahrheit zu kommen, dich mit deinem Bewusstsein zu verbinden, ins Bewusstsein zu kommen, lade ich dich auch herzlich ein zum kommenden Meditationskurs. Der beginnt jetzt im Oktober. Den Link mache ich dir unter das Video. Ansonsten geh einfach auf eliasfischer.de, klick auf Meditationskurs und schau dir das Ganze an. Wenn du Fragen hast, schreib die einfach unter das Video oder schreib mich an. Und ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe beim Erforschen dessen, wer oder was du wirklich bist.